Mann, 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 es geht ordentlich zu am Cannabismarkt. Was das Ganze aus charttechnischer Sicht bedeutet, wie es hier in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, das erfahren Sie in dem heutigen Video. Nach dem Intro geht's weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Was ich mit diesem heutigen Video vor allem einmal bezwecken möchte, ist wieder Ruhe in diesen Markt bzw. in das Investmentthema Cannabis bringen. Und dementsprechend steigen wir hier auch gleich mal direkt ein. Falls Sie mir und meiner Arbeit hier auf YouTube etwas zurückgeben wollen, lassen Sie diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir springen ins Chart. Canopy Growth werden wir uns als erstes gemeinsam anschauen. Struktur weiterhin intakt, weiterhin so, wie von uns antizipiert worden. Wir springen auch gleich in das imminente Chart. Aber Moment mal, das ist ja gar nicht Canopy Growth, obwohl es aussieht wie Canopy Growth. Und zwar ist das der allererste Amazon-Zyklus. Und diesen Vergleich möchte ich heute hier gerade am Anfang bringen, um einfach ganz klar zu signalisieren und auch mit Ihnen zu kommunizieren, dass vor allem im Cannabis-Markt, wir es hier mit einem Markt zu tun haben, der sehr jung ist. Zyklisch betrachtet befinden wir uns hier erst einmal im allerersten Zyklus. Vor allem, wenn es um die Thematik einer möglichen Bodenbildung hier in diesem Markt geht, muss man ganz klar sagen, dass das hier absolute Königsklasse ist. Dementsprechend A und O, dass man hier Geduld und ein gewisses Risikomanagement mit sich bringt. Im Fall von Symbiotic, da hatten wir letzte Woche ein Video rausgebracht, ist nach dem Video um 20% gesprungen. Nach dem Anstieg sind natürlich hier sehr viele Kleinanleger aufgrund meines Videos hier eingestiegen. Ist natürlich aktuell sehr ärgerlich, da diese Positionen inklusive der Position von mir und Herrn Klinkmüller unter Wasser ist. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen, aufgrund der Emotionalität, die hier in manchen YouTube-Kommentaren geschrieben wurde und kommuniziert wurde an uns, es schließt sich bei mir, dass hier der ein oder andere Anleger nicht korrekt mit seinem Risiko umgeht. Denn ich habe klar darauf hingewiesen, wir haben es hier mit einem jungen Unternehmen zu tun. Die Gefahren sind hier ganz klar noch gegeben zur Unterkante, auch wenn wir hier eine mögliche Bodenbildung noch immer antizipieren. Daran hat sich nichts verändert. Schauen wir uns auch später gemeinsam an. Ist aber auch ganz klar nur dort Emotion gegeben an dieser Stelle, wo eben das Risiko nicht richtig getrackt und nicht richtig eben ausgewiesen wird. Das heißt, wenn hier Positionen gehebelt beispielsweise eröffnet werden aufgrund unserer Analyse oder einfach das Risikomanagement zu hoch ist, weil die Position auf das Gesamtportfolio in Ihrem Depot betrachtet einfach zu groß ist und zu großen Einfluss auf Ihre Gesamtperformance hat, dann haben Sie an dieser Stelle auch ganz klar ein schlechtes Risiko. Das muss ich auch klar kommunizieren und das ist auch das, was ich letzte Woche gesagt habe. Das betrifft sämtliche Cannabis-Themen. Ja, wenn Sie da interessiert sind in diesem Markt, und diesen Markt halten wir ja weiterhin für sehr aussichtsreich, daran hat sich nichts geändert zu den letzten Analysen. Allerdings muss ich auch hier nochmals betonen, dass wir es hier mit unprofitablen Unternehmen zu tun haben und dementsprechend hier ein Risiko zur Unterseite weiterhin gegeben ist. Wir können nicht sagen, welches Unternehmen hier erfolgreich wird und welches eventuell von der Bildfläche verschwinden wird. Dieses Risiko muss Ihnen am Ende des Tages immer bewusst, denn Sie verfügen ja am Ende über Ihr Geld. Wir können Ihnen hier bloß die charttechnische Perspektive und unseren Ausblick zur Verfügung stellen, was hinter den Kulissen abgeht, was die Bilanzerträge angeht und so weiter. Darauf haben wir keine Einblicke. Letzten Endes steht das in den Sternen geschrieben, welches Unternehmen hier das Rennen macht. Wir, wie gesagt, handeln nur den Preischart. Zurück zum Amazon-Vergleich. Das finde ich jetzt wirklich sehr interessant, denn wenn wir dieses Chart mit Canopy Growth vergleichen, dann sieht die Struktur im Allgemeinen wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Wir haben es hier auch mit einem zyklischen, massiven Anstieg zu tun gehabt, ähnlich wie damals Amazon im ersten Zyklus, als die Dotcom-Bubble dann geburstet ist. Und auch hier hat das Chart 90% korrigiert. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen rauszoomen würden, ich meine, die Story hinter Amazon, die ist ja inzwischen jedem bekannt, damals noch bei 68 Cent notiert und jetzt nach multiplen Aktiensplits weit über 100 Dollar, da muss man nichts mehr zu beifügen. Ja? Hätte man das Ganze hier ausgesessen damals, dann wäre man wahrscheinlich mit diesem Titel
reich geworden. Und das ist ein guter Vergleich, der einfach nochmal ganz klar symbolisiert, in was für einem zyklischen Verhalten wir sind und weshalb es hier aktuell so schwierig ist, einen definitiven Boden zu charakterisieren. Wir aktuell, und daran hat sich zumindest mal auch bei Canopy Growth nichts verändert, gehen hier von einer lukrativen Buy-in-Zone aus, was hier auch ganz klar an unsere Abonnenten kommuniziert wurde in Form einer langfristigen blauen Boxkoordinate. Es kann schon sein, wie im Falle einer Symbiotik, und da springen wir auch in dieses übergeordnete Chart, und das sehen Sie ja auch, diese Zone wurde jetzt nach unten hin verlassen. Das heißt allerdings nicht, dass wir diesen Titel nicht mehr für aussichtsreich halten. Es ist einfach aufgrund der Volatilität auf diesen Niveaus ganz normal, dass man Sprünge von teilweise 20-30% an einem Tag hat, da die Marktkapitalisierung bei diesen Unternehmen einfach noch so gering ist. Jetzt mal zurück zum Beispiel Canopy Growth. Wenn wir das mal vergleichen, dieses Chart, allererster Zyklus, IPO 2010 ungefähr gehabt, massiver Anstieg gefolgt von einer mindestens 90%igen Korrektur. Dieses Szenario hatten wir damals kurz vor der Dotcom-Bubble und den darauffolgenden Abverkauf bei einer Amazon auch gehabt. Wichtig ist es, dass sich diese Unternehmen fangen können, dass mit der Legalisierung hier eine gewisse Produktivität an den Tag gelegt wird und diese Unternehmen auch allmählich profitabel werden. In the long run, da mache ich mir in diesem Kontext überhaupt gar keine Sorgen, dass wir hier möglicherweise neue Höchststände erreichen werden und dann ganz überzyklisch betrachtet uns in einer Welle 3-Extension befinden, was ja unsere Grundannahme im breiteren Spektrum hier am Cannabismarkt weiterhin ist und auch bleiben wird. Wie gesagt, korrektes Positionsmanagement. Cannabis-Titel sollten aufgrund der Volatilität, zumindest aufgrund der aktuellen Volatilität, auf keinen Fall in den Top 5 ihrer Investments sein. Auch wenn Sie begeisterter Cannabis-Investor sind, auch wenn Sie an diesen Markt glauben, wie gesagt, aufgrund dieser doch sehr hohen Volatilität kann hier, wie gesagt, das ein oder andere Unternehmen von der Bildfläche verschwinden. Das können wir zu gegebener Zeit einfach noch nicht sagen. So viel zu diesem Thema. Canopy Growth hat ja genau das mehr oder weniger gemacht, was wir hier auch länger jetzt antizipiert hatten. Auch da möchte ich nochmal auf das vergangene Video hinweisen. Bestand schon die Möglichkeit, dass das Ganze hier mit einer Bodenbildung einhergeht. Aber auch da wurde nochmals von mir darauf hingewiesen, dass strukturell aufgrund der Art und Weise, wie der hier eben runtergekommen ist, deutlich tiefere Tiefstände hier nochmal kommen sollten. Auch hier, wenn man bei 2 Dollar einsteigt, jetzt notiert das Ding bei 1,90, das ist schon ein Kurssprung, der sehr hoch sein kann, und wenn man über 3 Dollar hier eingestiegen ist, was auch mein Durchschnittseinkaufspreis hier ist, dann ist so eine Position auch recht schnell mal wieder 50% unter Wasser. Langfristig betrachtet allerdings absolut kein Beinbruch, denn wir steigen jetzt hier nicht bei rund 60 Dollar ein, wo man diese Position jetzt eben schon abschreiben müsste. Dass das Ganze nichts für schwache Nerven ist, dieser Markt, sollte allerdings auch klar sein, und dementsprechend unter Abwägung von Risiko to Return Invest für mich weiterhin absolut ein Kandidat, wo man hier mit dem Gedanken spielen könnte, allmählich Positionen zu akkumulieren und weiterhin aufzustocken. Wir sind ja, wie gesagt, weiterhin in dieser Kaufzone drin, die wir als Kandidat erachten, um hier einen möglichen Boden auszubilden, wonach dann der nächste überzyklische Impuls in den nächsten Jahren ausgebildet werden könnte. Strukturell allerdings jetzt zur gegebenen Zeit, zumindest mal beim Canopy Growth Chart, intern ein großes Fragezeichen. Vorstellbar hier, dass wir es hier mit einer Extended Wave 1 zu tun haben, also Welle 1, die längste Welle. Das könnte natürlich irgendeine Form eines Diagonals indizieren, und da habe ich auch ein zweites Chart mitgebracht, wo sich eventuell in den nächsten Tagen was tun könnte. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit dieser aktuellen Abwärtsbewegung zur gegebenen Zeit noch nicht ganz arbeiten kann. Dementsprechend müssen wir eben schauen, was in diesem Bereich hier passiert, wie sich die weitere Struktur im Verlauf ausbildet, und dann können wir hier definitiv einen Boden einräumen oder eben eine weitere Abwärtsspirale, die sich irgendwo in diesem Preis eben einpendeln sollte, damit dieses Unternehmen in den nächsten Zyklus starten kann. Wir springen mal rein in Symbiotic. Wie gesagt, deutlicherer Abverkauf hier eingetreten, wie von uns vorher antizipiert worden. Allerdings in der aktuellen internen Struktur bleibe ich weiterhin bei dieser Diagonalannahme. Was allerdings jetzt auch klar ist, ist, dass wir jetzt auf jeden Fall eine deutlichere Gegenreaktion hier sehen müssten. Der Bereich um 5,44
Euro ist aktuell hier absolut relevant, dass diese Zählweise in diesem Diagonal weiterhin funktioniert, dann hätten wir es intern mit einer fünfteiligen Impulsstruktur im Diagonal selbst zu tun. Alles dreiteilig ausgebildet, das passt alles. Allerdings muss ich auch hier ganz klar sagen, wenn er hier deutlich unter die 5,44 drunter geht, besteht hier auch weiterhin die Möglichkeit, dass bis auf die 3 Euro runter alles noch im denkbaren Bereich wäre für diese Diagonalstruktur. Wichtig hierbei ist, dass die 5 dieses Diagonal selbst nicht länger wird als diese 3, dann würde dieses Chart imminent zumindest mal invalidiert werden würden. Und dann hätten wir es an dieser Stelle bei der Symbiotik ist eben mit einem deutlich bärerischen Szenario zu tun, wonach wir dann mehrere 1-2-Setups innerhalb dieser Abwärtsbewegung des Impulses selbst für diese 5 tun hätten. Das würde, wie gesagt, ein bärisches Szenario hier auf dem Chart indizieren. Allerdings, Sie sehen es, wir sind jetzt hier noch weit entfernt von der tatsächlichen Invalidierungszone für dieses Diagonal. Dementsprechend ist hier bis 100% alles drin. Aufgrund von Risk-to-Reward-Gründen habe ich aber mich beschlossen, diese aktuelle Zielzone, die wir auch als Trading-Bereich für unsere Abonnenten kommunizieren, nicht mehr groß auslegen wollte, da wir ja, wie gesagt, hier eine langfristige Kaufzone im Spot-Bereich eben bereits hinterlegt haben. Die wurde nach unten hin verlassen. Dementsprechend möchte ich eigentlich jetzt schon sehen, dass in den nächsten Tagen hier eine deutlichere Kaufreaktion nach oben hin ausgebildet wird, dass wir hier eine mögliche Bestätigung als Bodenbildung dann eben verzeichnen würden. Aber auch hier kurze Anmerkung, wie gesagt, bis 3,07 € ist hier alles drin. Falls es nochmal deutlich unter die 62% Extensionsniveau unterhalb der 5,44 drunter geht, werde ich selbstverständlich meine Position aufstocken. Auch hier nochmal, ja, diese Position ist nicht so bedeutsam in meinem Portfolio, dass es ein Halsbruch für mich wäre, jetzt hier aktuell 25% unter Wasser zu sein. Weiter geht's, letzter Kandidat hier heute, auch aus dem Cannabis-Paket. Können Sie sich, wie gesagt, auch sehr gerne bei uns auf der Homepage unter www.hkcmanagement.de anschauen. Wie gesagt, weiterhin ein absolut aussichtsreicher Markt für uns. Weil Tilray im Vergleich zu Canopy und auch der hat eine ähnliche Struktur ausgebildet. Wenn wir jetzt mal diese Abwärtsbewegung vergleichen mit dieser Abwärtsbewegung, dann haben wir einen ähnlich starken Abverkauf gesehen. Nur hat er sich intern etwas schöner ausgebildet, weshalb ich jetzt an breiterer Front auch diese Diagonalstruktur als Grundannahme hier fälle. Auch in diesem Bereich selbes Spiel, die 5 darf nicht länger werden als diese 3, wonach wir auch hier eine aktuelle Kaufzone zum ersten Mal seit meiner Übernahme des Cannabis-Pakets hier eine Kaufzone bei Tilray eben hinterlegt habe, da hier die Struktur, wie gesagt, eindeutiger ist als beispielsweise bei einer Canopy Growth, aber auch hier gilt, wir müssen um den Bereich zwischen 2,26 Dollar und 1,46 eine Kaufreaktion sehen, da auch sonst ein Cut, da ansonsten auch hier ein deutlich bärisches Szenario ziehen würde, was ich zur gegebenen Zeit nicht sehe, wonach dann möglicherweise überzyklisch ein neuer Impuls nach oben hin starten würde. Das übergeordnete Chart gibt es dann zu Tilray, sobald wir hier eine definitive Bodenbildung am Markt sehen und auch das Ganze hier bestätigen können. Also, was ich Ihnen nochmal mitgeben kann, ist Ruhe bewahren, Füße stillhalten, Positionsgröße nicht exorbitant ausbauen, gegebenenfalls auf unsere nächsten täglichen Updates warten zu Canopy, Symbiotic und Co. und dann eventuell Maßnahmen ergreifen und diese Positionen ausbauen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Like und Ihr Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.